An dieser Stelle wollen wir quasi das uns bereits bekannte Classical Conventional Wage Modell modifizieren. Und wir wollen das machen, weil mit dem Modell was nicht passt. Wenn ihr die letzte angewandte Aufgabe gerade gesehen habt, dann habt ihr wahrscheinlich die gleiche Beobachtung gemacht wie ich, nämlich, dass in den letzten Jahren ein klarer Aufwärtstrend für Löhne und Arbeitsproduktivität zu erkennen ist. Insbesondere in westlichen, kapitalistischen, eher weiterentwickelten Ländern. Das muss man natürlich immer sagen. Die Modelle sind natürlich auch meistens von dieser Brille der westlichen Ländern gebaut. Das sind keine Modelle der globalen Entwicklung, die jetzt globale Ungleichheiten wirklich sehr gut beschreiben. Dafür sind sie auch in dem Sinne nicht gemacht. Also sie funktionieren meistens schon recht gut, wie gesagt, für die meisten westlichen Länder. Aber wenn ihr hier die Arbeitsproduktivität und Löhne plottet für verschiedene Länder in Afrika, dann sind die Trends nicht immer so klar. Aber es muss uns natürlich klar sein, dass als diese Modelle designt und weiterentwickelt wurden, der Blick vor allem auf diese westlichen Länder gerichtet wurde und viele von den Design-Fortschritten in Modellen halt auch motiviert wurden, dadurch, dass Leute sich die Daten von diesen westlichen Ländern angeguckt haben. Das muss einem einfach klar sein. Naja, aber nichtsdestotrotz sehen wir hier in jedem Falle, hier ist ein klarer Aufwärtstrend sowohl bei den Löhnen als auch der Produktivität zu sehen und das passt einfach nicht so, wie wir das Conventional Wage Modell bisher verwendet haben. Ja, da hatten wir nämlich sowohl die Arbeitsproduktivität X als auch die Löhne W als exogene Variablen genommen. Wir haben diese exogenen Variablen nicht wachsen lassen, sondern wir haben sie als konstant angenommen. Könnte man natürlich sagen, ja gut, aber ich meine, es sind ja exogene Variablen. Wir können damit machen, was wir wollen. Wir können auch einfach die entsprechende Empirie steigen lassen. Es scheint hier irgendwie eine relativ konstante Wachstumsrate zu sein, zumindest in den Ländern. Ja, hier bei China ist eh interessant, das ist relativ stabil geblieben hier. Das sieht jetzt hier recht stark nach exponentiellem Wachstum aus. Vielleicht ist aber hier auch einfach so ein Strukturbruch, dass es ab hier jetzt quasi ein Wachstum wie in den drei Ländern hier oben gibt. Alles nochmal eine Frage für sich. Auf jeden Fall stellt sich die Frage, warum sollten wir nicht einfach die exogenen Variablen so wachsen lassen, dass sie zu der Empirie passen. Also man könnte jetzt da die klassische Annahme, die man da machen würde, wäre die, dass es arbeitssparenden technologischen Wandel gibt, dass also die Arbeit immer mehr substituiert werden kann durch Kapital. Führt halt natürlich dazu, dass in der langen Frist in dem Modell irgendwann quasi nichts mehr für die Arbeit übrig bleibt und die Lohnquote gegen Null geht. Ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht intuitiv. Wenn man so eine Inkonsistenz bemerkt, dann ist es immer sinnvoll, nochmal weitere Daten zu bemühen, mal gucken, okay, wie sieht es mit anderen Variablen aus, jetzt zum Beispiel Lohnquote. Die geht jetzt intuitiv nicht gegen Null, aber wie schaut sie denn eigentlich aus? Ne? Also wenn wir uns die Lohnquote dann hier auch tatsächlich mal angucken, dann sehen wir, dass die Lohnquote tatsächlich über die Zeit hinweg relativ stabil ist. Das gilt zumindest, jetzt sage ich mal, für die USA und die meisten westlichen Länder. Man könnte jetzt argumentieren, naja, so ab hier ist jetzt zumindest in China, aber vielleicht auch in anderen Ländern durchaus eine Trendwende zu ändern. Es gibt ja mit Sicherheit auch irgendwie die ganze Debatte über den Neoliberalismus und die Rolle von Arbeit und Kapital seit den späten 80ern. Also das ist jetzt sicherlich was man heute debattieren könnte, aber trotzdem ist es doch fair zu sagen, dass die Annahme einer konstanten Lohnquote auf jeden Fall eine bessere Annahme ist als die Annahme einer Lohnquote, die gegen Null geht. Und es ist auch eine bessere Annahme als eine Arbeitsproduktivität und ein Lohn, der konstant bleibt über die Zeit. Ne? Und deswegen gibt es eben diese Motivation oder Mo Boah. Modifikation des Conventional Wage Modells, wo wir eben eine exogen konstante Lohnquote annehmen, anstatt dieses Conventional Wages, der eben auch exogen konstant ist meistens. Und die entsprechenden Umformungen, die wir da machen, die machen aus dem Conventional Wage Modell das Conventional Wage Share Modell, CWSM. Und das ist tatsächlich auch aus verschiedenen Gründen das deutlich weiter verbreitete klassische
Wachstumsmodell. Wir werden jetzt gleich auch sehen, warum das so ist. Das Schöne daran ist aber, uns erwartet jetzt nicht sehr viel Neues. Wir müssen einfach nur ein paar kleine Umformungen vornehmen und dann haben wir gleich dieses Modell, was dann tatsächlich auch gemeinhin als eines gilt, was mit vielen stilisierten Fakten d'accord ist und wo man durchaus sagen kann, dass es zumindest was die deskriptive Output-Validierung angeht, in vielen Größen schon mal nicht so schlecht abschneidet und es eigentlich ein ganz gutes Verständnis über aktuelle Wachstumsprozesse gibt. So, das Schöne, wie gesagt, am dem Conventional Wage Share Modell ist, dass wir vieles davon schon kennen. Wir starten mal, dass wir gemäß unserer Beobachtung, die wir gerade jetzt anhand der Daten angestellt haben, dass wir konstantes Wachstum der Arbeitsproduktivität um den Faktor Gamma annehmen. Das bedeutet, wir sagen, die Arbeitsproduktivität zum Zeitpunkt T hier ist quasi die Arbeitsproduktivität zum Zeitpunkt T minus 1 multipliziert mit 1 plus diesem Wachstumsfaktor Gamma. Das bedeutet, dass wir ausgehen von einer Arbeitsproduktivität, die Produktivität zum Zeitpunkt T0 immer hier durch diese Multiplikation mit dem Ausdruck 1 plus Gamma hoch T berechnen können. Die Tatsache, dass wir jetzt sagen, okay, die Arbeitsproduktivität wächst mit diesem Faktor Gamma, hat aufgrund der Definition von den Variablen eine ganze Reihe von Implikationen. So ist es zum Beispiel so, dass wir ja wissen, dass unsere Kapitalintensität K auch in Abhängigkeit von der Arbeitsproduktivität definiert ist, ne? Also Kapitalintensität K ist ja definiert oder kann definiert werden hier als die Arbeitsproduktivität dividiert durch die Kapitalproduktivität. Diesen Ausdruck hatten wir so, glaube ich, noch gar nicht verwendet. Der ergibt sich aber aus der Definition von der Kapitalproduktivität, die definiert war als x durch k. Und aus x durch k können wir ja dann einfach herleiten, dass k eben definiert werden kann als die Arbeitsproduktivität dividiert durch die Kapitalproduktivität. Ja, und wenn man diesen Ausdruck dann hier oben, was wir dann jetzt hier gemacht haben, wir haben für xt x0 eingesetzt, multipliziert mit dem Term, was wir eben hier oben eingeführt haben. Und so können wir eben auch einen Ausdruck herleiten, wo wir k zum Zeitpunkt t in Ableitung von k zu einem beliebigen Startzeitpunkt haben. Das bedeutet eben, dass wenn wir sagen, okay, wir machen die Arbeitsproduktivität dynamisch und die wächst, dann impliziert es auch, dass die Kapitalintensität ebenfalls dynamisch ist und um den Faktor Gamma, ja, das ist hier noch ein Fehler drin, um den Faktor Gamma wächst. Abgesehen von diesen Umformungen ist es jetzt nicht mehr so, dass wir diesen exogen gegebenen Conventional Wage gegeben haben hier, sondern dass wir den Conventional Wage Share 1 minus die Profitrate gegeben haben. Also man könnte jetzt auch einfach sagen, wir haben sozusagen aus diesem exogen gegebenen Conventional Wage einen exogen gegebenen Conventional Wage Share gemacht, ja, oder eine exogen gegebene Profit- bzw. Lohnquote. Aus dieser Lohnquote, das wissen ja immer, der Lohn ist das, was von der Gesamtproduktion übrig bleibt nach Abzug der Profite. Wir können jetzt den Lohn zum Zeitpunkt T auch ableiten von dem Profit-Share und bei der Produktion zum Zeitpunkt T. Und hieraus ergibt sich eben auch dadurch, dass hier das XT ist, wir das XT hier oben haben, eben auch der Lohn abhängig ist von diesem Wachstumsparameter Gamma. Und dementsprechend ebenfalls konstant wächst, was ja auch das ist, was wir in den empirischen Daten so gesehen haben. Also eigentlich in dem Sinne ist es genau das, was wir auch wollten. Wir können jetzt quasi diesen Lohn nehmen
Und wir können in hier diesen Lohn, das XT, können wir die eben eingeführte Gleichung für XT einsetzen. Wenn wir das machen, also hier oben einfach für XT sozusagen diesen dynamischen Wert von oben eingesetzt haben, dann bekommen wir hier auch wieder einen ganz ähnlichen Ausdruck, nämlich wo wir den Lohn zum Zeitpunkt T eben in Abhängigkeit vom Ausgangsniveau und wieder hier mit diesem Ausdruck 1 plus Gamma gesehen. Das heißt, auch hier ist es eben so, dass der Lohn konstant um einen Faktor wächst und auch hier muss es natürlich Delta heißen. Jetzt können wir sagen, dass wir uns diesen Lohn-Profit-Plan, der ja ein relativ zentraler Zusammenhang im Classical Wage-Modell war, den wollen wir jetzt sozusagen übersetzen. Der war ja dadurch gegeben, dass wir hier diesen Zusammenhang hatten zwischen der Gesamtproduktion minus dem, was an die Kapitalisten geht und das, was übrig bleibt, ist eben der Lohn. Auch wieder diese Logik, ne? Gesamtproduktion minus Profite ist der Rest und der Rest ist das, was an die Arbeiter geht. Wenn wir diese Gleichung hier nehmen und dafür dann hier wieder unsere entsprechende Werte einsetzen, sprich unsere Werte für x0 und vk0, dann können wir das Ganze tatsächlich mehr oder weniger komplett zurückführen auf das Conventional Wage Share, indem wir nämlich indem wir sozusagen hier die Gleichung auf beiden Seiten durch 1 plus Delta teilen. Ne? Also das heißt, wenn Sie jetzt diese Gleichung hier nehmen, Sie dividieren auf beiden Seiten durch diesen Wachstumskomponenten, kommen Sie auf folgendes Ergebnis. Hier vielleicht noch einfach damit das deutlich ist. Hier haben wir für WT wieder auch die Abhängigkeit, also haben wir diesen Ausdruck hier für WT eingesetzt. Das ist dieser Teil, der hier oben steht. Und dann gilt eben, dass wir überall hier durch 1 plus Gamma hoch T geteilt haben. Und das ist jetzt auch unmittelbar zu sehen, dass sich das hier natürlich überall rauskürzt. Und wir bleiben dann am Ende hier mit dieser Gleichung übrig, die eigentlich fast ganz genauso auch im Conventional Wage Modell gefunden ist. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier eben diese Zeitindizes da so nicht mehr hatten. Und deswegen können wir quasi durch diese können wir die Transformation durchführen. Wir können nämlich die ganzen zentralen Variablen einfach alle durch 1 plus Gamma hoch T teilen. Dann bekommen wir die Ausdrücke hier mit dieser Tilde da oben. Und diese neuen Variablen, dadurch, dass sie ja hier quasi die Wachstumsrate in dem Bruch drin haben, die sind konstant über die Zeit hinweg. Sie sind genauso konstant in die Zeit hinweg wie im ursprünglichen Conventional Wage Modell ihre Pendants ohne die Tilde. Und das Schöne ist, dass wir jetzt quasi einfach hier das klassische Conventional Wage Modell nehmen. Und wir einfach hier diese Ausdrücke einfach dementsprechend austauschen. Und dann kommen wir sozusagen bei dem Classical Conventional Wage Share Modell raus, wo Sie einfach sehen, okay, hier sind einfach die entsprechenden Ausdrücke mit der Tilde angegeben, was eben bedeutet, dass wir jetzt hier diese Zeitabhängigkeit drin haben. Technisch gesehen ändert sich wenig. Es ändert sich hier auch nichts an den endogenen bzw. exogenen Variablen. Das bleibt alles komplett gleich. Technisch gesehen müssen wir also überhaupt nichts Neues lernen. Und das Schöne ist auch, wenn Sie sich hier oben mal die Gleichung angucken, was passiert, wenn Gamma gleich 0 ist, dann
bedeutet, dass wir hier zum Beispiel dieses c Tilde ist gleich c durch 1 ist gleich c. Das heißt, dieses neue Conventional Weight Share Modell hat quasi das alte Conventional Weight Share Modell als Sonderfall in sich drin, wenn nämlich quasi diese Wachstumsrate Delta gleich 0 ist, dann kommen wir genau, dann sind die Modelle komplett äquivalent. Also es ist nur so, dass sich die Interpretation der Variablen eben leicht ändert. Da müssen wir jetzt drauf achten. Aber wenn wir diesen Unterschied in der Interpretation mit berücksichtigen, dann können wir eigentlich alles, was wir bisher gelernt haben, hier mehr oder weniger eins zu eins genauso weiterverwenden. Dann möchte ich dementsprechend auch was zur Interpretation sagen. Da gibt es diese schöne Denkfigur der sogenannten effektiven Arbeiterin. Wenn wir nämlich sagen, im klassischen Conventional Wage Modell haben wir jetzt zum Beispiel der Variable x den Output pro Arbeiterin, dann gibt eben das x Tilde den Output pro effektive Arbeiterin an. Effektive Arbeiterin ist ein Ausdruck, wir sagen im Zeitpunkt 0 haben wir sozusagen x, die Arbeiterin. Und die ist das produktive Äquivalent von 1 plus Gamma hoch t Arbeiterin in der Zukunft, ja, also in t-Zeitschritten. Das heißt, wir sprechen dann einfach nicht mehr von den Arbeiterinnen, sondern von den effektiven Arbeiterinnen und können dann die Interpretation mehr oder weniger so übernehmen. Das bedeutet dann zum Beispiel auch, dass das Conventional Wage Modell insgesamt einen konstanten Output pro Arbeiterin impliziert, das Conventional Wage Share Modell einen konstanten Output von effektiven Arbeiterinnen berücksichtigen, dass eine Arbeiterin zum Zeitpunkt t eben in der Zukunft t plus 1 um den Faktor 1 plus Gamma produktiver sein wird. Also sozusagen effektiv dann korrespondiert zu mehr Arbeiterinnen, wenn man die ursprüngliche Produktivität zurückliegen würde. Und das übersetzt sich eben sozusagen. Dieser konstante Output pro effektive Arbeiterin korrespondiert zu einem wachsenden Output pro normale Arbeiterin sozusagen. Und genau auf die gleiche Art und Weise können wir auch den Konsum und den Lohn etc. interpretieren. Und das Schöne hier ist, dass dieser Pattern, also diese Idee, dass wir uns das Modell angeguckt haben, wir haben empirisch gesehen, dass was nicht passt. Wir haben dann die Modellformulierung leicht geändert. Das ist was recht üblich ist. Und es ist vor allem auch was empirisch sehr gut passt, ne? Also diese Darstellung von dem konstanten wachsenden Output pro Arbeiterin, der Produktivität in dem Lohn etc., das ist was gerade in westlichen Ländern, insbesondere in den USA, empirisch lange Zeit gut gepasst hat. Das ist tatsächlich die Frage, ob sich das in den letzten Jahren geändert hat, insbesondere gerade Beispiel Deutschland, stagnierende Reallöhne. Das ist eine interessante Frage, aber wirklich in der langen Frist, die durch die Wachstumsmodelle behandelt wird, ist es zumindest, ist es schon mal keine schlechte Beobachtung oder ist es keine schlechte Implikation und es ist mit Sicherheit keine schlechte Formulierung in dem Modell. Ich möchte es dann jetzt die Conventional Wage-Modellklasse abschließen, möchte aber vorher noch eine alternative Darstellungsform einführen, die man häufig sieht und die noch in dem Sinne nochmal ganz schön ist, weil sie diese zentralen Trade-offs, die wir im Rahmen von den Modellen kennengelernt haben, recht schön darstellt. Diese Trade-offs waren ja zum einen dieser Trade-off zwischen Konsum heute und Konsum morgen, also Konsum versus Investment. Und Profite versus Lohn. Ne? Die kann man darstellen durch zwei Gleichungen oder durch zwei Werte. Zum einen die Profitquote, das hatten wir ja schon, ist ja quasi der Maß zwischen Verteilung von Profiten und Lohn und die Sparquote als Maß für die Verteilung zwischen Sparen und Konsum. Und das Schöne ist, dass wir dieses Conventional Wage Share Modell hier übersetzen können sozusagen, dass diese Gleichung hier oben explizit diese Share-Variablen, also den Profit beziehungsweise die Sparquote mit einnehmen. Also wir sehen jetzt hier, wir haben diese Gleichung hier oben leicht umgestellt, haben das V auf die linke Seite gezogen und dann hier mit den Definitionen, mit dem
uns diese Definition oben zunutze gemacht. Und das Gleiche geht auch eben für die geht für die anderen Variablen auch. Und wir haben jetzt hier eine leichte Umformulierung. Sie können das ja zur Übung mal machen, wo wir einfach die gleiche Aussage oder die gleichen Kernmechanismen haben, jetzt aber dargestellt durch andere Variablen. Und je nachdem, in welcher Frage wir das Modell anwenden können, ist dann das vielleicht intuitiver. Das ist jetzt aber nur so eine Randnotiz, um zu sehen, wie flexibel eigentlich dieser Modellrahmen quasi ist und wie man ihn quasi auf verschiedene Fragestellungen oder auf verschiedene Variablen trimmen kann. Und manchmal, also jetzt im Moment ist es nicht so, weil jetzt den Datensatz, den ich ihn hochgeladen habe, der hat eigentlich für alle exogenen, endogenen Variablen Daten. Aber manchmal ist es so, dass sie zum Beispiel für, sag ich mal, für den Rate Share haben sie jetzt irgendwie eine gute Datenbasis, für den Reallohn aber aus irgendwelchen Gründen nicht, dann ist so eine Umformung von den Modellen immer ganz hilfreich. Weil sie sich dann eben die Arbeit deutlich erleichtern können. Diese Flexibilität gilt übrigens nicht nur im Umgang mit diesen Quotenvariablen, sie gilt auch, was die Wahl der Produktionstechnik angeht. So wie ich es jetzt hier beschrieben habe, bis jetzt haben wir immer nur eine Produktionstechnik, also es war hier dieses Maximierungsproblem der Entrepreneure, die die profitmaximierende Produktionstechnik wählen. Das hatten wir bis jetzt noch drin. Bedeutet also, wir hatten hier quasi eine Produktions- oder eine Technologie, die eigentlich nur eine Produktionstechnik beinhaltet. Übersetzt in die Produktionsfunktionslogik war das ja die sogenannte Leontief-Produktionsfunktion. Wenn Sie mal in das Buch reingucken, da gibt es eine äquivalente Beschreibung des Modells mit Wahl der Produktionstechnik, wenn wir eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion zugrunde legen, wo wir dann natürlich uns bestimmte Probleme mit einkaufen, Stichwort Cambridge Capital Controversy, aber Sie können das Modell auch genauso gut formulieren mit der Wahl der Produktionstechnik. Sie haben, was die Kernmechanismen und was die Kernaussagen angeht, dann keinerlei Unterschiede. Und das zeigt eben mit diesem Conventional Wage Share Modell, haben Sie wirklich ein ziemlich flexibles Modell jetzt in der Hand, was tatsächlich empirisch auch schon mal nicht so schlecht zu den Daten passt und was in dem Sinne auch eine sehr gute Ausgangsbasis für die Arbeit mit klassischen, aber auch nicht klassischen Wachstumsmodellen darstellt.